Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalat, wassalam, rasulillah, wa alihi, wa sahbihi ajma'in. Dies ist das Thema Gräberverehrer und der Hilferuf von Hajar. Wir sagen, dass es nicht erlaubt ist, eine Dua jemand anderen zu widmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, Surah 72, Vers 20, Qul, innama ad'u rabbi wa la ushriku bi ahad. Sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn und ich geselle ihm niemanden bei. Und Ibn Taymiyyah, rahmallah, erwähnt in seinem Buch Majmu' Fatawa die folgende Unterteilung. Er sagt dort, al-at'iyya al-bid'iyya al-maratib al-thalath. Die Bid'a-Anrufung in drei Stufen. Dann sagt er, an yad'u ghayra Allahi wa huwa mayyitun wa ghaibun sawa'an kana min al-anbiya wa salihin fa yaqul ya sayyidi fulan aghithni wa nahwa dhalik fa hadha huwa ash-shirk billah. Also erstens, al-ula, dass jemand sagt, zu einem Toten oder Abwesen von den Propheten oder Rechtschaffen oder anderen, o du Herr so und so, rette mich oder ähnliches. Dann sagt er dazu, فَهَذَهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Dies ist der Schirk gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, einen Toten, ein Abwesen, etwas bitten, was einem nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kann, ist der große Schirk. Dann sagt er, الثَّانِيَ أَيُّقَالُ لِلْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ مِنْ الْأَنْبِيَا وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ اُدْعُ اللَّهَ لِي وَاُدْعُ اللَّهَ لَنَا وَاِسْأَلَنَا رَبَّكَ. فهذا عيد لا يستريب عالم أنه من البدع التي لم يفعلها من سلف الأمة. Das zweite, dass zu einem Toten oder Abwesen von den Propheten oder Rechtschaffen gesagt wird, mache Dua zu Allah für uns oder für mich und bitte frage deinen Herrn für uns, und dies ist auch nicht fremd für jemanden, der Wissen hat, dass es zu der Bidda gehört, die die Salaf dieser Umma, Sahaba etc. nicht gemacht haben. Jetzt gibt es einige Leute, die hier, die dritte Kategorie lasse ich jetzt aus, weil es hierum jetzt gerade nicht geht. Jetzt gibt es einige Leute, die ein Scheinargument bringen und sagen, im Bukhari, Hadith Nummer 3365, da wird die Geschichte von Hajar erzählt. Hajar wurde von Ismail in Mekka von Ibrahim a.s. in Mekka zurückgelassen. Mit dem kleinen Sohn Ismail a.s. Und das Wasser ging aus. Sie hatte nur einen kleinen Behälter Wasser und einen kleinen Behälter Datteln. Und das Wasser ging aus, die Nahrung ging aus. Und da lief sie zwischen Safa und Marwa siebenmal hin und her. Und hat Ausschau gehalten. Und dann, als sie einen Ton gehört hat, das heißt, sie hat gehört, dass da jemand ist, dann hat sie gesagt, rette, wenn bei dir Gutes ist. Arif in kana indak al-khayr. Und dann sagen sie, siehst du, seht ihr, was diese Leute erzählen? Das ist totaler Quatsch, was die sogenannten Salafisten erzählen, dass man das nicht machen darf, weil sie hat ja bei jemandem um Hilfe gebeten. Erstmal, was haben wir gesagt? Ein Toten oder Abwesenden. Wann hat Hajar gefragt, rette, helf, wenn bei dir Gutes ist? Als sie den Ton gehört hat, nicht vorher. Das heißt, da war jemand anwesend. Von daher, diese Geschichte ist authentisch, aber diese Geschichte ist kein Beweis dafür, dass man bei einem Abwesenden, dass man einen Abwesenden um Hilfe bitten darf. Denn der war nicht abwesend. Und mit abwesend meinen wir natürlich nicht, dass man heutzutage beispielsweise jemanden anrufen kann mit dem Telefon etc. Ja, klar. Dann die zweite Frage ist, die man diese Leute fragen muss, ist, warum hat sie nicht Ibrahim gerufen? Warum lief sie erst siebenmal hin und her? Warum hat sie das erst gemacht, als sie den Ton gehört hat? Weil sie jetzt wusste, jemand ist da. Das heißt, der Hadith ist ein Beweis gegen einen. Denn Hajar ist mit Ibrahim a.s. zusammen. Sie hat ein Kind mit ihm, mit einem der größten Propheten der Welt. Und mit Sicherheit hat er ihr Tauhid beigebracht. So. Das heißt, warum läuft sie siebenmal hin und her, wenn sie glaubt, ja,
dass Ibrahim ihr beispielsweise helfen kann, obwohl Ibrahim schon weg ist. Warum hat sie sich nicht hingestellt und hat gesagt, O Ibrahim, lass es regnen. O Ibrahim, mache, dass ich Wasser bekomme. Oder O Ibrahim, bitte deinen Herrn für uns, dass jemand vorbeikommt und uns Wasser bringt. Das heißt, der Hadith ist ein Beweis gegen diese These. So. Dann die nächste Sache ist, andere Frage, warum rief sie nicht Nuh a.s.? Weil Nuh ist der Urvater davon. Warum kam sie nicht auf die Idee, irgendeinen Propheten zu rufen, anzurufen? Sagen, oh Nuh, helfe uns. Oh du Sohn, so helfe uns. Nein, sie lief hin und her. Und als sie den Ton hörte, das heißt, als sie wusste, da ist jemand, sagte sie, hilf, wenn bei dir Gutes ist. Hadith Nummer 3365. Also rief sie jemanden um Hilfe, der was ist? Der lebendig ist, weil ansonsten könnte er keinen Ton verursachen. Wer tot ist, verursacht keinen Ton. Ja? Und der anwesend ist. Denn wenn der nicht anwesend gewesen wäre, dann hätte sie ihn nicht hören können. Von daher ist dieser Hadith, Hadith Nummer 3365, ein Beweis gegen diese These. Wäre es erlaubt gewesen, einfach einen Abwesenden von den Propheten um Hilfe zu fragen, Kategorie Nummer 1, die Ibn Taymiyyah nennt, zu sagen, O Ibrahim, rette mich, mache, dass es regnet. Dies ist der Schirk gegenüber Allah. Oder, O Ibrahim, mache Dua zu Allah für mich. Warum soll Hajar dann, die wahrscheinlich besseres Verständnis vom Tawhid hat als eine Frau von einem Propheten, von einem der größten Propheten, warum ist Hajar dann in der glühenden Hitze zwischen Safa und Marwa hin und her gerannt? Warum die ganzen Anstrengungen? Warum nicht O Nuh, O Ibrahim, O dieses und jenes? Das heißt, dieser Hadith ist ein Beweis gegen einen. Und deswegen sagen wir haben etwas Besseres. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 2, Vers 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Und wenn ich deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre das Bittgebet des Bittenden, wenn er mich bittet. Und Allah sagt im Koran, Surah 4, Vers 60, قَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Euer Herr hat gesagt, macht Dua zu mir, ich werde euch erhören. Jazakumullahu khairan, subhanaka rabbika wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.